Ja, aber gut, dass wir hier über 10.000 Tote reden und dann bei Blumenkohl an Pillemann rankommen. Ja, ist aber dumm. Sehr dumm. So, sehr dumm, so Mundschuh. Haben wir erst einen Gag gemacht. Heinrich, hallo. Hallo. Na, was geht? Wie geht's euch? Tinko? Cold Opener, ja, mach mal Ansage. Ja, ist richtig viel in der Welt passiert diese Woche. Einmal Luftballons, die abgeschossen wurden. Du kannst ja nicht so quer einsteigen, du solltest mal eine Anmoderation machen. Ja, genau. Und ins Thema rein, komm, direkt rein. China, nee, scheiße. Nee, ja, genau. Und ChatGPT startet komplett durch. Für absolutes Chaos. Das ist die 200. Folge, liebe Leute. Aber du hast den Plan nicht aufgehängt. Ja, stimmt. Ja. Kann sich Heinrich nicht dran rumhangeln. Ist der hier? Ist das der hier? Nee, ich glaube nicht. Das wird runtergefallen sein. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir haben nicht nur Heinrich hier mit hochkarätiger Expertise in Sachen Luftballons. Wir haben auch... Nochmal den Heinrich. Heinrich 2. Ja. Heinrich der Zweite sitzt hier neben uns. Ja, ja, ja. Heinrich der Zweite. Es ist super geil. Der macht Gameboy-Musik, der zweite Heinrich. Der gefällt mir besser. Der erste, der legt sich nur mit dem Gesetz an. Ja, wir kennen Heinrich aus dem GEZ-Podcast. Also einen Straftäter haben wir hier auf der Couch sitzen. Ja. Und ein. Willst du dich out, wer du bist? Straftäter oder? Nummer 2. Mhm. Okay. Aber Tronny kennt man vielleicht. Ja. Er ist ein musikalischer Straftäter. Hallo. Alle, die nicht seine Musik hören und feiern, sind für mich Verbrecher. Ich mag die Musik. Ich bin Chiptune und so 8-Bit ist so mein Ding tatsächlich. Mach mal 7-Bit. Darf man das leaken eigentlich? Was? Ich war Jugendstraftäter. Ja, ich auch. Im Jugendarrest. Ach so, das habe ich nicht geschafft. Ja, ist aber verjährt, steht nicht in meinem polizeilichen Führungszeugnis, habe ich rausgefunden. Okay. Also ich war nie Straftäter. Ja, nice. Gegen mich gab es ungefähr 7 Anzeigen, alle fallen gelassen worden. Top Anwalt. Hm. Ich habe einfach ohne Anwalt dann immer. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Ja, aber was heißt denn Jugend? Das ist doch dann, also bei dir war es ja wahrscheinlich eher nach der Jugend, dass du die bekommen hast. Ja, ab 19 fing es an. Ja. Man kann, je nachdem, nach Reifegrad kann der Richter nach Ermessen einen in Jugendarrest schicken oder in Erwachsenenarrest. Und bei dem einen Mal ich war schon alt genug. Du warst so 30, aber stehst da mit dem Gameboy und der Richter sagt, naja, komm. Nee, 30 war ich nicht, aber es war tatsächlich, ich hätte schon in normalen auch gehen können. Ich habe halt nie eine Anzeige bekommen. Ja, aber trotzdem, du bist ja hier so ein kleiner Bösewicht. In Beugehaft oder so. Ich habe auch was ganz Schlimmes gemacht, Graffiti. Ah. Oh. Ja. Also ich war immer unschuldig tatsächlich. Ich bin immer... Ohne Scheiß 7-mal falsch angezeigt worden. Das ist kein Witz. Ich sag's nicht nur aus juristischen Gründen, das war echt so. Aber ist egal. Ja, ein guter Cold Open auf jeden Fall. Schön, dass ihr alle da seid. Obwohl es recht warm ist. Hier im Raum. Das muss ich auch so sein, weil sonst erkältest du dich wieder und du bist permanent krank, Tino. Ja, ich bin schon wieder kurz davor, ey. Es ist so, ich hasse echt mein Immunsystem. Wir haben ja heute Scheißimpfung. Wir haben so eine Festivität heute vor uns und da wird dein Immunsystem auf jeden Fall auf die Probe gestellt. Ja, es wird auf jeden Fall ein volles Haus heute. Reden wir drüber, reden wir nicht drüber? Ich weiß nicht, ist das offiziell? Das war eine gute Feier gestern. Es war eine Riesenparty gestern mit Live-Musik und so. Es ist offiziell, aber es ist halt eine Privatveranstaltung. Also der elitäre Kreis, der da rein durfte, der hat das sehr genossen. Die kommen ja eh nicht mehr rein, wenn die das jetzt hören. Das war ja gestern für euch quasi. Stimmt. Ja, es geht um Kalles 30. Geburtstag, aber eigentlich ist das alles Quatsch, weil der hatte schon im Dezember, deswegen. Aber Scheiße. Es ist eine Nachfeier sozusagen und fette Party mit Impermanence und Robin Nosterafu tritt auf als Headliner. Tronimil tritt auch auf, genau. Also geht mal auf Bandcamp oder was ist denn deine Liebling? Du hast ja auch eine eigene Seite, aber... Oh, ja, doch, Bandcamp schon. Bandcamp, ja. Und da pflegt euch mal schöne Chiptune 8-Bit 33,5-Bit Musik ein. Wie fandst du denn den neuen Song, den ich gespielt habe gestern? Der war geil, Alter. Der war geil. Der hatte nicht so ein ganz wuchtiges Instrumental wie Mensch, ja, aber trotzdem geil. Dass seine Stimme das mitgemacht hat. Ja, und Herodes Armloch tritt auf. Hallo? Stimmt. Darfst du nicht unter Teppich fliegen? Ich freue mich auf sein Intro. An dieser Stelle darf ich, glaube ich, sagen... Ich hoffe, er spielt Watch Dogs. Weil es ist ja jetzt Sonntag. Gestern ist Gabe Butters aufgetreten. Nein. Oh, wow. Ja, wow. Alter, das war krass, oder? Damit hat keiner gerechnet. Vor der Spoiler. Der kam so aus dem Nichts, kam plötzlich Gabe Butters, Alter. Wie der auftritt. Ja.
Boah, das hast du die Performance gesehen, wie der sich bewegt hat, Alter. Ja. Aber ich konnte auch Kalle wollte seine Performance aber auch so nicht sehen. Ne? Nee. Der war gerade beschäftigt. Der Schulenfeind. Ja, anscheinend. Ne? Der war gerade beschäftigt, als der auch. Das ist wie bei Batman. Ist irgendwie immer weg. Ja, Superman, stimmt. Meine ich. Nee, ja, beide. Wer war es denn nochmal? Beide. Beide waren immer weg. Ja, genau. Auch Kalle und Gabe Butters waren beide auf einmal weg. Ja. Ja, Kalle die hatten sechs. Ja, Kalle hasst Gabe Butters und Klaus Wein hasst er auch. Also er mag keine maskierten Musiker, glaube ich. Ja. Das zieht sich so ein bisschen durch. Nee, aber war schön, weil, soweit ich weiß, so viele offizielle Auftritte hatte der ja nicht, der Gabe Butters. Das stimmt. Der ist ja eh ein totes Meme, sagt man sich. Und jetzt hat er nochmal für Kalle extra sich in seine Kluft geschmissen. Zum 30. Krass. Ja. Das ist schon nett. Ich wünsche mir auch einen Auftritt von Gabe Butters und Lance Butters als Battle Rap. Und MCM soll dazwischen irgendwie moderieren. Schiedsrichter. Ja, Schiedsrichter, genau. Weil er die Expertise dafür hat. Ja. Ja, geil. Das ist auf jeden Fall passiert und wir haben es alle genossen. Es ging ein riesiges Erdbeben durch die Welt, liebe Leute. Zwei sogar. Linkin Park. Hallo. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber Linkin Park werden einen neuen Song veröffentlichen, was das Erdbeben der Woche war, sozusagen. Der Song heißt Lost und er war auch Lost viele Jahre. Das war ein Song, von dem sie dachten, dass er verschollen wäre und wissen nicht, wo er ist und tauchte wieder auf nach Chesters Tod, jetzt 3-4 Jahre oder so. Fünf Jahre. Ich hätte also lange bestimmt Zeit. 7 oder so gedacht. Nee, 5. Das war, als wir auf dem System of a Down Konzert waren. Und kurz vorher ist er verschollen, oder? Ja, das System of a Down Konzert war ja auch ein bisschen ein Downer, weil ja, auch kurz, genau. Bei denen kurz System vorher jemand gestorben ist. Ja. So, ja. Die haben echt nicht viel Entertainment gemacht. Die haben ihre Lieder gespielt und sind gegangen. Jedenfalls ist es gerade wieder so ein Ding, ne, dass tote Künstler neue Sachen veröffentlichen. Ich habe jetzt so wieder TikTok runtergeladen auf meinem Handy und bin auch dem Falco-Account gefolgt. Was kam als erste Nachricht? Falco hat ein neues Video veröffentlicht. Ich dachte, krass, das große Comeback nach 25 Jahren tot sein. Aber es war nur was Aufgewärmtes. Schade. Aber Linkin Park schaffen das noch mit Songs. Ja, aber wie stehen denn die Fans dazu? Sind die cool damit? Bei Linkin Park? Der Tote jetzt nochmal singt? Aber die freuen sich, weil es ein Song ist, den er singt, den noch keiner gehört hat. Es gibt ja auch so Bands. Auch live dann? Die werden nochmal ausgraben bestimmt, genau. Steht dann so ein Sarg und dann... Werden die Stimmbänder nochmal quasi rausholen, die haben sie einbalsamiert, dann jemanden einsetzen und es wird dann beformt. Ich dachte, man schlägt die dann so mit dem Finger. Ja, man spielt die Stimmbänder wie eine Gitarre. Eieiei. Ja, es ist schon krass. Ich war jetzt nie Linkin Park-Fan, großer, so. Ich finde die Musik okay. Ja. Aber ich hatte in meiner Klasse nur Idioten, die Linkin Park gehört haben. Was deswegen, heißen hier Idioten? Das schreckt ab. Dumme Leute. Robin, ach so, das Klasse? Meinst du. Okay. Ach so, du meinst nicht Leute, die Linkin Park hören. Ja. Leute, die Linkin Park hören, sind dumm, hast du nicht gesagt. Also hat's jetzt in meiner Klasse gab es nur Idioten, die das gehört haben. Okay. So. Also, wir hatten so zwei Typen, die waren Linkin Park-Fans, die habe ich beide nicht gemocht. Und deswegen waren die für mich so ein bisschen, nee, die höre ich jetzt nicht. Das ist aber ein harter Bias von dir, Tina. Aber ich feiere die jetzt auch nicht. Ist für mich eher belanglos. Tut mir leid, Leute. Ich kann auch viele Leute, die Hitler gut fanden, die ich nicht leiden konnte. Und deswegen habe ich so ein Bias gegen Hitler und Nazis. Nur deswegen? Man kann es nicht abschütteln. Eigentlich war das ein netter Mann, aber Rudi von nebenan, dem sein Gesicht passt mir nicht und der mag Hitler. Deswegen finde ich jetzt Hitler auch doof. Siehst du? Ja. Das Weimar-Problem ist gerade entschlüsselt sich für mich immer mehr. Ja. Das ist ein guter Übergang tatsächlich. Ja, das, komm. Das nächste musikalische Erdbeben in Weimar. Und zwar, es gibt ja bekannterweise kaum gute maskierte Bands in Thüringen. Und einer davon war Weimar. Hey, genau, oh, warte, der kommt ja nicht von hier. Die Band Weimar, die ist jetzt so seit 2 Jahren ein bisschen größer. Ja. Ich fange mal von vorne an. Eine Band aus Thüringen, die Masken tragen, haben ganz schnell innerhalb eines Jahres einen Plattendeal bekommen bei Universal und haben ein Album veröffentlicht auf Platz 5 der Albumcharts, waren beim Full Force angekündigt, andere große Festivals und wirkten erstmal von außen wie eine normale Rockband. Ne? Und die wurden mir zugeschickt vor einiger Zeit und ich dachte von Optik, cool, die tragen irgendwie schwarz-weiße Masken und heißen Weimar, ist auch irgendwie ein Statement, kann ein cooles Statement sein, wegen Aufbruch, Demokratie und so weiter. Nee, das ist einfach nur, weil es hier so nach Pisse stinkt. Kann auch sein, ja. Würde auch zur Musik passen. Das war auch ein cooles Statement. Ja. Ich habe dann eben in die Musik reingehört und dachte, okay, dann ist dieses Pisse-Argument tatsächlich das Richtige. Ich finde die Musik echt sehr unangenehm. Also an sich ist es halt so Freibild mit Hip-Hop, kann man das ganz kurz vergleichen. Okay. Also sie haben Rap-Elemente, aber auch dieses Krölen. Ich weiß halt, dass die einmal auf jeden Fall irgendwie bei mir im Browser gelandet sind, aber ich kann mich so gar nicht dran erinnern. Ja. Das sind halt so Texte von wegen, wir gehen unseren Weg, wir bleiben wie wir sind und die,
da oben sind Marionettenspieler und die Medien sind gekauft. Es gibt Ratten und Wölfe und so, ich bleib mir treu. So ein Scheiß halt. Ne? Also nichts Neues, was schon vor 10 Jahren uncool war, haben die wieder aufgegriffen. Und es hatte einen ganz faden Beigeschmack, ne? Und ich dachte, okay, was, wenn die echt irgendwie aus der rechten Ecke kommen, die sind bei Universal und die sind beim Full Force, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und da gab es in der Weimarer Musikszene, die ich so ein bisschen kenne, auch Stimmen, ja, das sind vermutlich Leute aus der rechten Szene, die aus der Band Encore United kommen und so weiter. Und die waren auch schon so schwierig. Mhm. Und es sind auch tatsächlich auch, stimmlich ist es sehr klar, sehr ähnlich. Mhm. Und auch von der Musikalität, also die Riffs sind fast die ähnliche, ne? Und es ist schon verdächtig. Jetzt kam ein Spiegelartikel raus am 9. Februar, dass es tatsächlich diese Leute sein sollen. Okay. Bei allem waren sie sich nicht ganz sicher. Das ist der sogenannte Christian P. Ich glaube, die meinten mit Christian Pohlmann, der Sänger damals von Encore United. Hallo, dockst du den hier? Es ist öffentlich. Du kannst bei Spotify gucken, wer der Songwriter von Encore United ist. Was übrigens nicht öffentlich ist, sind die Videos auf ihrem Channel. Da ist gerade ein einziges Video online. Genau, es kam eben raus, dass sie wohl aus der rechtsextremen Szene kommen und da hat Universal den Vertrag gekündigt, also Labelvertrag gekündigt. Ja. Alle Konzerte wurden abgesagt, die Festivals haben sich distanziert, die Vorbands haben sich distanziert und sie haben ihre Social Media Accounts erstmal auf schwarze Profilbilder gemacht, teilweise, und machen nichts mehr und äußern sich bisher nicht. Wir machen einen Ape Crime. Wir machen schwarze Profilbilder. Ja, klingt schon von den ersten Anschlägen sehr in die Richtung. Also Onkels Freiwild, Hype und Hip-Hop, ne? Und die haben auch in Bad Berka diese Weimarer Festspiele gemacht und so. Also die waren schon ein großes Ding hier auch in der Umgebung. Jetzt kam raus, offenbar Faschos und alles ist jetzt nicht mehr so cool für die. Ja, Tino, kannst du für dich die Kunst vom Künstler trennen? Kannst du jetzt weiter das Lied genießen, ohne die Band zu teilen? Naja, alles, was sie so haben, dieses eine Lied. Ich gehe meinen Weg. Republik und Goethe und Schiller, diese Lieder halt alle. Wölfe jagen Ratten und so, ja. Du zitierst hier gerade das alles, was im Sternartikel steht, diese einzelnen Zeilen. Ich habe auch reingehört, auch als ich die vor einem Jahr schon kennengelernt hatte über die Nachrichten, habe ich reingehört in die Texte und es war schon da sehr unangenehm und cringe. Meine Meinung, wenn ihr die gut findet, ist okay, aber es kam... Weißt du, Tino hat da nämlich so einen kleinen Bias gegen Leute, die ein bisschen so singen, das mag der nicht, alle, die klingen wie Kevin Russell. Ja, da kannst du ja froh sein, dass der Tronny Mill seinen Schlagerhit Mensch nicht auflegt. Ja, doch, das finde ich interessant. Kannst du in diesem auch, ich kenne auch so Industrial Bands oder so, wie heißt denn die eine? Die Gothicals, die machen auch so dieses Schreien und so ein bisschen und Elektromusik, Chiptune. Das finde ich schon voll nice tatsächlich. Du meinst, dass ich den gestern nicht gespielt habe, den Song? Ah ja, stimmt. Ja, so Krönen an sich finde ich gar nicht schlimm. Dritte Wahl und so, die Krönen ja auch ein bisschen. Oder Rammstein auch manchmal. Ist das nicht diese Nazi-Partei? Nee, dritte Wahl. Ja, Nazi-Partei. Die hörst du dann wieder, ja, genau. Toll. Die Partei. Ja, jedenfalls dies. Und das finde ich, ja, war mein Thema der Woche. Ich habe mich jetzt die letzten Tage viel mit der Band beschäftigt und recherchiert. Und, bist ja, Fan geworden, kann man sagen. Bin jetzt Fan geworden. Und diese Cancel Culture, die lehne ich völlig ab. Okay. Naja, also man muss das schon irgendwie mit zweierlei... Maß messen. Nicht Maß messen, sondern zweierlei Brille beugen, weiß ich nicht. Weil es könnte ja sein, dass sie jetzt mit dieser neuen Band rein gar nichts verwerfen. Also wenn die jetzt nur irgendwie Kinderlieder machen würden mit Die Wiese ist grün und alles ist schön, ja? Wenn die du dann, Wiese ist grün. Na eben, nee, ich meine ja, wenn die das nicht machen würden, so... Dann kannst du ja eigentlich nicht sagen, hier, ihr habt da das gemacht und das. Also ich weiß nicht, ob die gerade strafrechtlich verfolgt werden irgendwie. Aber wenn die sozusagen gerade nicht irgendwie Anklagen haben und du dann halt sagst, egal was ihr jetzt macht, das ist schlecht, ist es halt schwierig auf dem Papier. Ich finde es natürlich auch nicht gut, ja. Mhm. Aber ich sag nur, wenn die jetzt anfangen, Obdachlosen zu helfen, kannst du auch nicht sagen, ihr wart früher ein Nazi-Band. Hört auf damit. Aber so, kann man nicht Personen denn nicht trotzdem dann scheiße finden? Natürlich, klar. Ich meine nur. Weil du ja jetzt hier wieder mit der Musik ankommst. Es kann ja auch sein, dass die Banger Musik machen. Ich kenne halt nicht so kann viel davon. Kann sein, aber mir geht es ja nicht um die Musik. Ich fand die Musik schon unangenehm, aber ich will auch prüfen, wie jetzt von seine Fischfilet. Finde ich auch musikalisch sehr langweilig. Die höre ich nicht gerne. Ich verstehe aber auch, ich halt okay, so. Dass man die dann nicht monetär unterstützen will und sowas. Zum Beispiel. Ja, das verstehe ich alles. Ich sag nur... Und die machen, was du gesagt hast, machen die auch auf ihren Kanälen, dass sie manchmal auch so Aufrufe machen, spendet mal da in die Türkei und spendet mal hier irgendwie an dieses Kind, was Leukämie hat, das machen die auch. Aber es ist ja auch so ein Ding von, das machen ja Rechte auch ganz gerne mal, ob sie so Spenden aufrufen und Kinderhospize unterstützen wollen, was die Hospize meistens ablehnen. Mhm. Ist ja nicht, dass sie jetzt deswegen sagen können, die sind jetzt deswegen okay. Lieber die Kinder verrecken lassen als Nazi-Geld. Und inhaltlich trotzdem ist es ja wie ihre alte Band, Encore United, also ihre scheinbare alte Band,
wo es ja auch schon fast gesichert war, dass sie halt in die rechte Ecke gehen, und es ist inhaltlich das gleiche immer noch. Und wenn sie von Ratten und Wölfen sprechen, auch in den aktuellen Texten, ist es halt schwierig. Ja. Es ist halt so Nazi-Metaphern, die man nicht machen sollte. Ich wollte nur mal eine andere Perspektive in den Raum werfen. Ist auch okay. Nicht speziell jetzt auf die Band, sondern allgemein halt, weißt du? Es gibt da auch irgendwelche hier Leroys und so, die irgendwelche Ex-Nazis interviewen. Ja, aber die sagen auch, ich bin Ex-Nazi und distanziere mich davon, und die setzen die Masken auf, denken, es merkt schon keiner, dass wir mal Faschos waren oder sind, und machen jetzt einfach weiter, gehen auf große Bühnen. Jein, also, weißt du, unabhängig von dieser Band, kann ja sein, du hast eine Vergangenheit, die halt scheiße ist, du stehst da auch nicht mehr dazu, aber du weißt, dass du in der Öffentlichkeit dafür noch verurteilt wirst. So, weißt du? Das ist halt einfach nur so der Aspekt. Es reicht aber nicht mal ein Statement, denn du stellst mit Regenbogenfahnen auf irgendeine Demo und sagst, hier, ich war mal Fascho früher, sorry, Alter. Sorry! Jetzt lutsche ich von jedem Ausländer den Schwanz, ja. Das ist auch eine Aussage dann, aber einfach die Masken drüber zu ziehen und sagen, es merkt hoffentlich keiner, das finde ich halt feige. Man muss schon, ich kenne auch ehemalige Faschos. Wie gesagt, ich meine das nicht speziell auf diese Band bezogen, sondern nur so allgemein als Gedankenspiel. Ich kenne viele ehemalige Faschos, auch in der Partei damals gab es einige, die früher in der NPD waren, haben sich halt völlig jetzt gedreht, und die waren voll angekommen bei uns. Sie haben gesagt, klar, ihr habt euch jetzt distanziert, auch öffentlich, voll in Ordnung, aber das finde ich halt nicht okay. Und letzte Meldung dazu, sogar Herr Klein hat sich von der Band distanziert. Oh, also unser Herr Bürgermeister. Unser Oberbürgermeister, und sagte, die Band steht nicht für die Werte, die Weimar vertritt. Weimar ist tolerant und offen. Ja, Herr Kleinen, klar, glauben wir Ihnen. Und Herr Kürsten, der Bürgermeister, sagte, dass er sogar rechtliche Schritte prüfen will, dass sie sich nicht mehr Weimar nennen dürfen. Ja, das finde ich jetzt blöd. Aber ich glaube nicht, dass du damit durchkommst. Also, glaube ich auch. Es gibt auch die Band, die Europe heißt, und Berlin und so. Das lass mal eine Band gründen, die Ulf Kirsten oder wie der heißt. Ralf Kirsten. Ralf Kirsten. Ja. Gründen wir mal eine Band. Wäre witzig, ja. Und dann schlachten wir Lämmlein auf der Bühne. Mach doch was, Herr Kirsten. Ja, schöne Nachricht, ja, doch. Das hast du gut rausgesucht, aber du hast natürlich ein kleines verspieltes Erdbebenwitzchen hier eingebaut, denn eigentlich hat ja die Erde vibriert. In Syrien und in der Türkei, und das zweimal hintereinander, das meinte ich nämlich vorhin. Irgendwie, das eine Erdbeben war gerade vorbei und alle dachten, oh, puh, dodge the bullet there, dann kam direkt noch das zweite hinterher. Und ich weiß jetzt gar nicht die offiziellen Zahlen. Ich glaube, die bedrücken uns auch zu sehr, deswegen sagen wir mal, einer hat sich die Hand verstaucht. aber ja. Spende dann diesen Mann, der seinen Arm verstaucht hat, dass er sich eine Armbinde leisten kann. Oder wie wär's das? So ein Ding, was ich hier habe. Genau, so eine Schiene, keine Ahnung. Ich habe von 10.000 Toten gelesen. Ach, lies das mal am ersten Tag. Aber ja, es ist echt hart. Und was halt krass ist, sind die ganzen Social Media Videos, die geteilt werden von irgendwelchen Vätern, die seit drei Jahren irgendwo verschüttet und jetzt, oh, das Haus ist weg. Da bist du ja. Nein, also seit drei Tagen irgendwie so um ihr Kind geschlungen, so unter Schutt drunter und danach so rausgeholt werden. Komplett unterernährt. Also das sind natürlich die positiven Events, sage ich mal, dabei, wenn sowas noch geschieht. Aber ist schon krass. Ja, ganz krasse Bilder auch, wo auch schon tote Kinder da waren. Die Eltern haben trotzdem ihre Hände festgehalten, damit sie halt ausgebuddelt werden können. Also ganz, ganz schlimm. Wer ist das denn jetzt? Gibt es hier eine kurze Unterbrechung? Eine Geburtstagsüberraschung. Heinrich, der Zweite. Hallo? Der Dritte. Vierte. Ja, hallo Peter. Oh. Ja. Heinrich, der Dritte. Ja, egal. Jetzt wird es ja chaotisch. Noch ein Stargast, super. Ja, wird auch langsam knapp hier auf dem Sofa. Jetzt kommt Peter, der war gestern, Alter, auf dem Dancefloor. Halt die Fresse, kann der Peter tanzen. Mhm. Peter, Spaßfaktor, alle rein abonnieren. Wo habt ihr gedanced gestern? Wo war die große Party? Na, im Kasseturm. Ja, im Kasseturm. Ach so, wir reden jetzt vom Ding gestern. Scheiße. Du warst doch auch da, hast du so viel gesoffen? Was ist denn los? Da war ich gerade mit Gabe Butters auf dem Klo. I see. Und es hat sogar Weimar betroffen, denn ich fand es spannend, der Döner am Bauhausmuseum hatte sogar so ein Schild aufgebaut, dass sie wegen der Türkei-Katastrophe gerade zu haben. Schweinerei, ne? Nee, es war, also, nur weil die in der Türkei ein Problem haben, dürfen wir hier nicht Döner essen. Es geht mir auf den Sack. Es gibt noch andere Döner in Weimar, aber ich meine nur, das ist spannend. Nee, aber es ist ein guter Döner. Mr. Kebab ist ein guter Döner, wir kriegen kein Geld dafür, aber könnt ihr mal vorbeischauen. Die machen Dinge selbst. Die machen es sich selbst. Nein, die sind wirklich gut. Ahoi. Jetzt kommt hier der Peter, direkt in den Podcast reingesteppt. Ja, bist du hier to stay oder gehst du gleich wieder? Okay, naja, also... Ja, kannst du uns auf den Sack gehen? Auf dem Sofa wird es halt langsam eng. Und wenn du was sagen willst, ist halt hier hinten immer scheiße. Das macht halt vorne mehr. Ja, okay.
Aber Leute, hallo, wir haben die 200. Folge vorgezogen, das ist quasi, jetzt das chaotische quasi. Special. Wir können hier auch noch ein bisschen rücken oder du nimmst hier einen Stuhl oder. Also ich bin schon gerückt. Oh. Ich bin verrückt. Ist ein Stuhl. Da ist wahrscheinlich kein richtiger Stuhl drin. Nur Stuhlerino, oder? Ja. Ansonsten setz dich zwischen Tinko und Robin. Setz dich auf den. Ja, das ist schön. Ja, hallo jetzt Leute. Ihr seid hier live dabei, wie es richtig professionell ist. Aber das ist Teil des Charmes. Ja. Peter sieht aus, als wäre der bei einem Erdbeben von einem Gebäude erschlagen worden. oh Gott. Und er fällt zu Boden. Auf den Boden. Ah. Ja, weiter. Ja. Die Kassierer haben es vorausgesagt in ihrem Song, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, haben sie auch als Einstiegszeile Erdbeben in der Türkei. So haben sie vorausgesagt. Echt? Ja. Stimmt. Ach so. Wusste ich gar nicht. Mhm. Das ist schon ein 20 Jahre altes Lied oder so. Hm. Schlechter Nostradamus. Sie haben noch viel mehr Textzeilen, die wahr werden können. Blumenkohl am Pillemann und so, das sind alles Sachen, die jetzt wahr werden. Ich habe schon richtig Angst. Im Jahr der Kassierer. Weißt du, das ist gestern wahr geworden auf der Party von Kalle. Ich habe ein bisschen Ausfluss heute, ja, ist komisch. Und ein Ausschlag. Oh Gott. Ja, aber gut, dass wir hier über 10.000 Tote reden und dann bei Blumenkohl am Pillemann rankommen. Ja, es tut mir leid, aber anders kann man ja solche Nachrichten nicht verdauen. Also du kannst halt auch nichts machen, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Nee, man kann kein Geld spenden oder so. Nein, ich meine, du kannst Erdbeben nicht verhindern. Du kannst sagen, okay, zieh nicht in einer Gegend, wo die Erde wackelt, aber da ist jetzt Türkei und Syrien auch nicht unbedingt so prädestiniert für. Ja, wegen dieser tektonischen Plattenverschiebung, da kam das zustande. Ja, aber es ist jetzt keine Gegend, wo das halt alle 2 Monate passiert, das meine ich. Ja, zum Glück nicht. Und deswegen ist es echt krass, dass auch gleich 2 in Folge waren, irgendwie 7,8. Was ja auch hart ist, irgendwie, ich glaube, von 7,7 zu 7,8 ist schon die 10-fache Stärke. Hm. Ist ja viel. Und ich glaube, auch in der Eifel soll es mal passieren. Da gibt es wohl auch irgendwie Vulkane und Verschiebungen, die eigentlich überfällig sind mit Ausbrechen. Mhm. Also jederzeit kann die Eifel hochgehen. Ich wollte mal gucken, was jetzt Fukushima-Erdbeben für eine Stärke hatte. Warum steht denn das hier nicht? Anzahl der Toten, 20.000 waren das. Das ist ja krass. Mhm. Das hätte ich auch nicht gedacht. Guck mal, das war eine glatte 7. Mhm. Fukushima war weniger, also weit weniger als das jetzt. Das ist schon hart, ja. Krass. Videos, ich könnte noch eins ansprechen, was ich gesehen habe, was richtig hart war, so ein 20 Tage altes Kind, was rausgeholt wurde mit dem fucking Haar der Mutter in der Hand. Oh. Das ist insane, aber das Kind hat überlebt. Die Mutter nicht, ne? Wahrscheinlich dann. Weiß ich nicht, aber wenn das Haar da so lose hängt, vielleicht hat die auch vorher gesagt, so hier, ich gehe, ciao, es vibriert die Wand hier, schneid mir ein Stück Haar ab, hier, nimm. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher nicht. Mach was draus. Das es ist was man macht in so einer Situation. Ja. Damit findest du mich wieder. Ja. Erstmal den Haare schneiden. Genau, ja. Klar. Andere würden ihren PC mitnehmen oder sowas. Erstmal Haare. Es gibt echt so Fotos, da irgendwelche so Häuser brennen und irgendwelche jungen Männer so ihre PCs und so sichern als erstes, weil sie ihre Pornos da drauf haben wahrscheinlich. Nicht Pornos, aber da ist halt alles drauf so. Also da ist mein ganzes Leben drauf. Stell dir vor, du bist Berufsmusiker und arbeitest am PC. Und selber schuld. Die Erde. Selber schuld. Also das ist ja auch eine Sache. Also was würdest du denn nehmen, wenn du eine Sache nehmen müsstest, könntest, was auch immer? Mein Penis. Ja, siehst du? Fällt dir nämlich nicht züchtiger sein. Hast du den irgendwo beiseite gelegt? Ich habe mich immer dabei, für sein 20-jähriges Kind schon mal abgeschnitten. Genau. Oh Gott. nee, aber wirklich. Also PC ist völlig naheliegend. Ja, doch. PC, nee, würde ich aber auch nicht machen, glaube ich. Ich habe alles Wichtige in der Cloud oben. Also bei mir ist es nicht so wichtig. Ich habe halt all meine Videos so. Na gut, auf externen Festplatten halt auch noch. Es gäbe, glaube ich, nichts außer meinem Partner. So würde ich, glaube ich, nichts rausnehmen. Ja, so. Der nimmt sich ja selber raus. Wenn er nicht gerade schläft oder so. Ja. Deswegen. Die Katzen. Oder? Du bist doch auch auf jeden Fall Team PC. Ja, absolut. Peter würde seinen scheiß E-Bike nehmen, das weiß ich. Mindestens. Steht ja in der Wohnung. Ja, so, na gut. Mein Laptop, weil da hat er alles drauf. Das haben wir auch in der Schule andauernd gesagt bekommen, wenn irgendwie ein Brand ist, alles stehen und liegen lassen und rausgehen. Nee. Und ich weiß, dass das rational gesehen richtig ist, aber no way, Alter. Also alleine das Handy oder so, wenn du jetzt in der Schule bist, wenn die angezündet wird. Ich bringe euch nicht auf Ideen. Da würde ich ja mindestens mein Handy mitnehmen. Ja, wir hatten zu Hause in meinem Elternhaus so einen Koffer, wo mein Vater sagte, wenn die im Urlaub waren, ich war noch zu Hause, wenn es brennen sollte, den Koffer musst du mit rausnehmen. Da waren alle Dokumente drin, Akten und so ein Scheiß. Also Notfall- und Schwarzgeld. Ja, genau. Das würde ich alles verkohlen lassen. Wäre halt scheiße, aber ich würde eher meinen PC rausnehmen als irgendwelche Aktenordner und irgendwelchen Scheiß.
GZ-Briefen. Ja, das sind da halt auch wichtige so Sachen dabei, aber. Genau, da habe ich so einen ganzen Koffer, so voller GZ-Briefe. Der Strafbefehl und so. Ja, genau. Auch die Aufhebung vom Strafbefehl habe ich alles drin. Wichtig. Es ist ja auch so, dass wenn du einen Hausbrand hast, musst du ja angeben, was du alles verloren hast. Ne? Das ist ja eventuell ersetzt von der Versicherung. PlayStation 5. Ja, ohne Scheiß, du kannst auch die Belege nicht mehr abgeben, weil die ja verbrannt sind. Du kannst ja alles behaupten. Ich hatte einen Swimmingpool, eine PS5, 3000 Euro Bargeld im Schubfach. Ich hatte in meiner Wohnung ein Haus drin. Ja. Das ist verbrannt. Riesenvilla. Ja. Ein Frührentenbescheid, so. Ja. Das ist alles weg. Lieferando-Hub war bei mir im Haus. Alle Fahrräder sind weg. Ja. 30 E-Bikes. Einfach weg. Ich brauche die wieder. Und ein Snickers. Und ich brauche die ganz dringend. Meine Gewerbeanmeldung ist mit verbrannt. Meine ganzen Gelee-Bananen. Wer auch gerade verbrannt ist, ist meine Jugend. Und zwar ist Ruth Herz gestorben. Ist das die Richterin? Die TV-Richterin, genau. Sie war von 2001 bis 2005 Selbstdarstellerin im Jugendgericht. Selbstdarstellerin, hervorragend. Also sie selbst dargestellt. Ja, aber... Im Jugendgericht, habe ich gerade nur formuliert, weil ich es witzig fand. Okay. Und die ist wie alt geworden? Ich muss kurz rechnen. 60? 43 bis 23, oh, ich kann nicht rechnen. Nee, nicht 60. Ja, 60. Vielleicht auch 50, je nach Monat. Stimmt, genau, danke. Das sind 80 Jahre. Das sind nicht 80 Jahre. Natürlich. Echt? Von 40 bis 20. Ja. 50. Ja, ja. Ist sie so alt gewesen? Mathe, Robin. 63. Ich kann mit. Es ist doch ganz einfach, von 23 bis 23 sind es 100 Jahre, aber es sind halt 20 lesen. Jahre weniger. Ich habe eine Zahl gehört. Ja. Und hab mal gesagt 60. Ich mach's genauso, ja. Es ist leider nur 12 geworden, die Richterin. Tut mir leid. Sehr jung. Ja, meine Kindheit, ich habe das echt gerne geschaut. Ja, okay. Also ich fand Barbara Salisch besser. Klar war die besser. Wie gab's noch das Familiengericht, Alexander Holt? Aber so. Das Familiengericht, war das die? Nee, es gab halt ein Gericht, was nicht nach dem Richter benannt war. Und das fand ich gut. Und das war, glaube ich, das Familiengericht. Pissetoast. Ja. Das war's, danke. Ja, cool. Rest in Peace. Das ist natürlich für dich jetzt viel trauriger als 10.000 Leute der Türkei in Syrien. Toll. Na, sie kannte ich wenigstens. Nee, es kann man nicht vergleichen, wer da jetzt stirbt, was jetzt schlimmer ist. Ja. Keine Ahnung. Aber wieder der Brennpunkt Nekrolog ist erweitert worden durch TV-Richterin Ruth Herz. Ich bin dafür, dass wir einfach von uns hier noch so ein paar Trümmerfrauen werden ja noch ein paar Leben darüber schicken, die haben Erfahrung. Genau. Und dann wird da eine Hochkonjunktur stattfinden. Ist zwar Mythos, Trümmerfrauen, aber... Was ist da Mythos? Es gab keine Frauen nach dem Krieg. Doch, es gab schon noch ein paar. Aber ich meine, dass alle Trümmerfrauen das Land aufgebaut hätten, es ist immer so ein bisschen glorifizieren. Es war auch ein bisschen anders. Es gab auch noch. Du bist ja ein Feminist vorm Herrn, ja? Und jetzt redest du dieses historische Erbe dieser netten Frauen einfach klein. Es ist halt zum Teil zumindest auch ein Narrativ, was auch von rechten Leuten gerne so glorifiziert wird. Ja, die deutschen Frauen mussten alles wieder aufbauen. Haben sie ja auch, aber nicht alleine. Es war immer so, auch die Gastarbeiterinnen und... waren keine Frauen dann dabei, oder was? Auch Gastarbeiter. Wenn die Ausländer kommen, sind das keine Trümmerfrauen. GastarbeiterInnen und auch die Alliierten. Ich dachte, und so. Trümmerfrauen ist einfach der Überbegriff für die vermeintlich vielen Frauen, weil halt die Männer alle verreckt sind, die halt das aufgebaut haben. Ob die jetzt hier ansässig waren oder Alliierte waren, ist doch dabei völlig egal. Es waren halt viele, viele Menschen, die mitgeholfen haben. Und deswegen würde ich sagen, Trümmerfrauen, ja, ein Teil von vielen. Du darfst mir mein Lied Deutschschlaf nicht kaputt machen, weil da heißt es im Text, auf me can you wirklich immer bauen, like on Dresden 45 Trümmerfrauen. Die haben ja auch mitgemacht, ist ja keine Frage. Ich will auch nicht das diskreditieren, aber will auch sagen, da war noch ein bisschen mehr dahinter. Na gut. Also, ich hoffe, sie ruht in Frieden, ruht Herz. Den hast du ja aber lange überlegt, ja. Ne? Eine Frage. Bist du sicher, dass da Frauen waren? Waren da doch genderneutrale Personen? Trümmer nicht binäre, das kann sein. Ja, also. Gut, ja. TrümmerfrauInnen. TrümmerfrauInnen? Ninnen. Trümmer Non-Binaries und Transkids. Man hört das nicht. Man hört es leise, ja. Also es so Rauschen. Aber Leute, ihr verpasst nichts, ist nur Peter. Nee, also wenn du willst, können wir dich ja hier irgendwie noch hinfalten in die Ecke. Ja.
So, dann wird das hier ganz kuschelig. Wir haben ja auch schon nicht mehr, weiß nicht, wann haben wir angefangen? Der Kuschel-Podcast. Wir haben wahrscheinlich nur noch 20 Minuten ist, oder so. Wir haben so 27 angefangen. Ach so, echt 27? Doch spät. Okay, hallo Leute. Ich darf nicht mehr Heinrich der Zweite nennen, wenn der Heinrich der Erste mich hier quält. Also Tino, wo wir gerade von Frauen reden, reden wir doch mal über die neueste Folge von The Last of Us. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch jetzt hier mittlerweile mal geschaut hat. Alles gut, alles gut. The Last of Us ist die absolute Hype-Serie. Es gab das so gut wie noch nie, dass eine Serie mit jeder neuen Folge mehr Zuschauer hat als davor. Also, weißt du, es kommen immer neue dazu, die irgendwie erfahren, ah, das ist eine Serie. Und die normalerweise nimmt es ja eher ab. Aber hier ist es wirklich so, jede einzelne Folge hat mehr Zuschauer als die davor. Das ist schon insane. Aber ist es nicht meistens so, wenn die Folgen eher nach und nach kommen? Ist nee, das denn nicht so, aber zum Beispiel auf YouTube eher so ein typisches Phänomen, dass die Leute mehr werden pro Folge? Nee, also bei Seven vs. Wild zum Beispiel jetzt auch, hat halt die letzte Folge halb so viel wie die erste. Ist schon, glaube ich, eher so, dass halt Leute reinschauen, die erste Folge, okay, ist nichts für mich, aber hier scheint halt wirklich die Leute, die sehen und auch weitersehen, ist halt so hoch, wie bei keiner anderen Serie so. Egal, aber darum soll es nicht gehen. Es geht nämlich um Frauen, weil ich habe ja letzte Woche von einem Shitstorm geredet, von wegen, da sind zwei Schwule, die haben sich geküsst, igittigit, und alle regen sich auf. Jetzt gibt es wieder einen kleinen Aufreger, denn es gibt eine Frau in Führungsposition, aber hier stehe ich der ganzen Sache etwas anders gegenüber. Es ist nämlich die Person, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Rose von Two and a Half Men. Ja, die ist super. Die Nachbarin, die ist super, aber die hat nicht so unbedingt die Kapazitäten, so in so einer Führungsposition zu sein nach 20 Jahren Apokalypse. Also sie... Ihre Rolle quasi. Ja, nicht genau die Rolle, sondern es ist die Schauspielerin, aber sie hat auch diesen Vibe so ein bisschen von der Rose, die immer die ganze Zeit so, ah ja, und ich weiß nicht, irgendwie ihr Mann war tot oder irgendwas Komisches war doch da. Und ich bin noch offen, weil es gibt ja noch neue Folgen, da kann man noch sehen, wie das etabliert wird, aber der Aufreger war ganz groß, ey, uns gefällt die nicht, und da hieß es halt direkt, ja, weil du Frauenfeind bist. So, und das finde ich halt gar nicht, weil sie ist halt einfach, in dieser überragend guten Serie ist sie mit Abstand bis jetzt die schlechteste Schauspielerin. Oh. Und ich kann es auch, das habe ich nirgends gelesen, und ich kann das genau an was festmachen, nämlich an ihrem scheiß Atmen. Nichts gegen sie, aber ich mag dieses Atmen nicht. Wenn Leute schlecht acten, verwenden die immer so Ausatmer, so übertrieben. Bei ganz vielen Amateurschauspielern so, we'll do it later. So dieses. Und das ist so schlecht. Naja, das ist manchmal so ein Platz, so ein Füller, so ein Pausenfüller manchmal. Ja, aber halt so ein, weiß ich nicht, so ein Overacting, Theateracting oder so. Ich habe das noch nirgends gelesen, aber das war es eindeutig für mich, warum sie so da nicht reinpasst. Von mir aus kann eine halbwegs also kluge Frau, Person... Eine Frau, die atmet, ist nicht gut. Frauen, die atmen, passen nicht in mein Weltbild rein. Gummipuppen einfach besetzen und keine Frauen, also wirklich. Nein, aber ich muss sagen, es ist halt hier Quatsch zu sagen, ey, alle, die das schlecht fanden, sind Frauenfeinde. Weil es gibt die ganzen Folgen vorher gibt es starke Frauen, so die Anna Turf zum Beispiel, die war richtig Turf? Gut. Die Turf? Torf heißt sie, glaube ich. Torf heißt sie, glaube ich. Ich habe mich versprochen. Hat Jackie Warning auch gemacht. Ja. Du hast bestimmt auch Turfrock. Ja. Mann. Also es gibt ganz viele starke Frauen in der Serie, und ich mag auch Frauen in Führungspositionen und bla. Man hat ihr das nicht so ganz abgekauft. Ich weiß, dass da noch Hintergrundinformationen jetzt im nächsten kommt, aber zusätzlich dazu actet sie halt einfach nicht so gut. Was ich aber sagen muss, in der Folge gab es eine Szene, die war so viel besser als im Spiel. Hier stirbt gerade jemand. Was ist denn jetzt hier, du Frauenfeind? Weil sie atmet. Weil sie atmet, ja. Hä? Aber ey, komm. Sie echt nicht so gut, weil sie atmet. Ja, weil sie atmet. Ich finde ja Frauen in Führungsposition auch okay, aber sie echt halt nicht so gut, weil sie atmet. Sie atmet noch. Sie atmet laut aus. Auch noch. Sie macht doch noch Geräusche beim Atmen. Frauen haben keine Geräusche zu machen. Sie holt Luft. Ja, aber also fühlst du, was ich meine? Du bist doch Schauspieler, du kennst dich doch da so. Ich hab es nicht gesehen. Ja, aber kennst Leistung. Du dieses Phänomen, dass Leute halt, wenn atmen? Die... das Phänomen atmen. Wenn die halt nicht in ihrer Stimme und Mimik irgendwas rüberbringen können, Verzweiflung oder was weiß ich, dann machen die halt diese hässlichen Seufzer und so. Das ist super aber, scheiße. Das kann aber gut und schlecht geactet sein. Ja, das macht in echt kein Mensch. Das ist halt immer dieses... Robin. Ja. Ich atme auch nicht mehr in echt. Das ist echt so scheiße. Doch, es kann ein Mittel sein, um irgendwie eine Pause zu füllen. Im ja, Acting. Aber ein schlechtes Mittel, darum geht's ja. Gibt auch gute Atmer. Nein.
Gott, Alter. Zeig mir mal einen Film, wo irgendwie ein richtig gutes Acting drin ist, wo Leute einfach so... Ja, komm, wir machen so das später. Zu hässlicher. Ja, ich will nur sagen, dass diese Woche vielleicht der Shitstorm gegen die bösen Frauenfeinde nicht ganz gerechtfertigt war. Währenddessen letzte Woche schon wahrscheinlich einige Homophobe dabei waren. Okay, also so. Liebe Frauen, aufhören zu atmen, dann kommt ihr besser an. Guckt doch einfach mal die Serie, ja, weil die ist gut. Ja, die kriegt Bestwertungen andauernd und alle feiern's. Und 10 Folgen und die Geschichte ist abgeschlossen. Ja, es ist nicht mal so, dass man dann halt 3 Jahre warten muss. Guck einfach mal rein. Mache ich gerne. Ich raste hier aus. Wenn du jetzt atmest und dein Handy vibriert die ganze Zeit an meinem Bein. Ich schelle hier links und rechts. Schlecht geschauspielert, Heinrich. Ja. Apropos schlecht geschauspielert. Ja. Jeremy Fragrance. Ja, ja, du magst den? Geht so. Also ich finde ihn unterhaltsam, aber er ist auch schwierig. Du magst den? Ja, das sind das. Ich verurteile dich nicht. Der atmet auch nicht, soweit ich weiß. Also. Power! Ein richtiger Parfüm-Kenner ist das, glaube ich. Was? Parfüm? Parfeng. Ach, Parfeng. Das ist ein Parfeng, ja. Der Parfeng. Also ich kann den Hype um ihn nicht nachvollziehen. Also ich kann es schon verstehen, aber halt nicht nachfühlen. So. Es macht schon Spaß, ihm zuzugucken, wie er einfach Nonsens labert und wie seine Gesichtsausdrücke sich so innerhalb von wenigen Sekunden ändern und er fängt an zu lachen, dann ist er wieder ganz ernst und nimmt erstmal im Ernst so und ist schon cool, ich mag Brot, wenn es frisch gebacken ist. Er ist einfach weird und es macht Spaß, ihm zuzugucken. Es gab eben auch schon Äußerungen von ihm, die ich nicht okay finde, so Fatshaming und sowas. Und es ist ja einfach, ein bisschen Geld aufzutreiben. Wie kann man arm sein? Solche Geschichten, das finde ich halt schwierig. Ne? Ich hatte neulich, kurzer Quereinstieg, ich hatte neulich eine witzige Situation mit jemandem, ich nenne seinen Namen jetzt mal nicht, aber da war halt, also wir waren auf der Straße unterwegs und da war halt eine sehr beleibte Person, also wirklich sehr, sehr beleibt. Und da hat die Person, mit der ich unterwegs war, hat gesagt, ey, ich habe echt nichts gegen Fettshaming. Aber das ist schon hart. Irgendwie sowas. Und halt der Versprecher. Weil ich habe echt laut geatmet hat. Nein. Einfach der Versprecher. Ich habe echt nichts gegen Fettshaming. Ach so, okay. Darum geht's halt selber so. Ey, ich habe ja echt nichts gegen Fettshaming. Aber das ist schon echt hart. Aber bei ihr ist es gemein. Ja, ab einem bestimmten Punkt wird es halt gesundheitlich relevant. Fettshaming ist einfach ungesund. Feierabend. Ich habe halt nichts gegen Behindertenshaming, Peter. Aber du... Gehst echt zu weit. Ich kann nichts dafür, dass die Behinderten tun. Ja. Aber die können nicht. Moment. Jetzt gibt er uns die Schuld, dass er behindert ist. Ja. Merkt ihr das, was er da macht? Ich kann nichts dafür, dass die dick bin. Aber manche dick, nicht alle, es gibt auch andere, aber manche dicke Leute. Ja, mehr Sport machen. Ja, ich kenne jemanden, der ein bisschen zugenommen hat über die Pandemie. Aber ich auch tatsächlich. Ich habe auch 10 Kilo zugenommen in einem Jahr. Schon vorher eigentlich. Ja, bei meiner Arsch-OP. Seit meiner Arsch-OP. Ja, stimmt, die ist jetzt auch ein bisschen her, ne? Da habe ich ganz viel Zucker mit Haferflocken gegessen in Joghurt, den ganzen Tag. Das klingt aber auch ganz geil. Das war dann doch irgendwie, weiß ich nicht, dann so, macht komische Sachen mit einem. Bauch und so. Ja, aber was? Ich finde es ja, also klar, ich kann Kritik nachvollziehen. Man kann ja auch irgendwann sagen, so, okay, Body Positivity, wenn eine Person sehr, sehr übergewichtig ist, ist es nicht mehr gesund, ja. Aber ich verstehe nicht, man muss ja das halt nicht ins Gesicht sagen. Wollte ich gerade sagen, man muss es eben nicht ausdrücken. Man muss es ja nicht sagen, oh, ist die jetzt irgendwie fett oder ist der übergewichtig und ungesund. Darum ging es auch gar nicht. Es ging nur um die witzige Situation mit dem Versprecher. Ja, ist ja voll okay, sag nur. Also manchmal so dieses Fettshaming, es fängt ja auch schon da an, wenn man das irgendwie kommentiert. Man muss es nicht kommentieren. Wenn du bei Instagram eine beleibte Person siehst, die irgendwie sagt, ich fühle mich wohl in meinem Körper, kannst du ja für dich sagen, ich würde mich unwohl fühlen, aber dann mach du halt, ne, und dann scroll halt weiter. Aber drunter schreiben, auch so voll ungesund, guck dich doch mal an und so, das bringt halt keinen was. Das Problem ist halt bei den Posts von solchen Leuten, da scrollst du halt auch ewig, bis du vorbei bist. es tut mir leid. Okay, an sich gutes Thema, aber wir wollten eigentlich über Jeremias Duft reden. Und der hat nämlich eine Aldi-Werbung. Ich weiß nicht, du hast gerade von dem Brot angefangen. War das schon so ein Meme vorher oder was? Ne, der sagt ganz oft in Interviews, also wenn er gefragt wird, was sein Lieblingsduft ist, sagt er halt frisch gebackenes Brot. Okay, weil jetzt hat er halt eine Aldi-Werbung, wo er das auch, da hat er so ein Brot in der Hand. Aufbricht, reinriecht so. Ja. Oh geil, gerade wenn ich Hunger habe, riecht so geil Brot. Ja, und das ist jetzt direkt nach letzte oder vorletzte Woche Moneyboy für, was war das? Aber auch Aldi, ne? Oder? Kaufland war das. Ach so, ich dachte, das ist eine Kampagne. Okay. Nee, und da ziehen die jetzt direkt nach.
Aber auch hier, ne, ich fühle den halt einfach nicht so. Ist es nicht funny, dass so ein Typ wie Fragrance, der voll die Ahnung von Gerüchen und Parfums hat, und er wird gefragt, was riechst du am liebsten, was ist dein Lieblingsduft? Brot. Ja. Nicht irgendwie hier Goutier und wie sie alle heißen, die Düfte und so. Nee, es ist Brot. Finde ich witzig und sympathisch. Ist aber auch geil, muss ich sagen. Ja. Damals in Stadt Ill, wenn ich mit meinen Eltern mitgefahren bin, die hatten damals so eine kleine Bude da und haben verkauft. Und da haben wir immer frisch die Brötchen vom Bäcker geholt. Alter, oh. Ja, der stimmt. Oh. Was ich nur sagen muss, der Typ, der Sohn vom Bäckermeister, der Ronny, Alter. Ganz, ganz finsterer Mensch. Aber roch der wenigstens gut nach Brot? Nee. Nee. Der war noch in Ausbildung, der hat noch nicht so viel da am Teig rumgeknetet. Naja, gut, finden wir also gut, ja. Ich habe den Spot jetzt nicht gesehen, aber es ist, ja, witzig, was der macht. Ach so, das waren meine Notizen für Wrestling. Jetzt habe ich überlegt, was Akrobatik hab ich denn da angeschrieben. Akrobatik N64. Wir haben mal einen Wrestling-Hörerwunsch, ne? Könnt ihr gerne reinhören am Mittwoch oder so. Ja, Mittwoch kommt der. Cool. Was auch am Mittwoch kommt, ist eine schlechte Überleitung, denn das kommt nicht. In Florida wurden Bücher verboten. Verbrannt. Vielleicht auch. Und da sind zum Beispiel Sachen dabei wie Der kleine Prinz. Die sind jetzt da offiziell verboten. Was, und in Florida. Warum das denn? Na, weil das ein Faschisto-Staat wird. Und nach mit Ron DeSantis. Der Wahnsinn. Oh. Kurzes Amerika-Segment, aber ich fand es ganz witzig. Unter anderem ein Buch, was einfach nur Vote heißt, wird halt verboten. Wenn drauf stünde Stop the Vote, wäre es wieder okay. Hm. Oder Stop the Count. Muss aber dazu sagen, ich glaube, die sind nicht allgemein verboten, sondern in Schulbibliotheken. Nicht, dass ich jetzt hier Fake News verbreite. Aber der kleine Prinz, Alter. Der kleine Prinz, ne? So hart. So, ich kenne halt die anderen nicht so. Es sind wohl auch Bücher dabei, die explizit sich gegen das Aufkommen von Faschisten. Ich glaube, The Giver war es genau. Kenne ich leider nicht, aber The Giver setzt sich wohl sehr explizit damit auseinander, mit faschistischen Staatensystemen. Und das ist halt witzig, dass sie das verbieten, ne? Ungewöhnlich, ja. So, out of the dust. Ich weiß nicht, warum. Judy Blume. Heißt die Blume? Wahrscheinlich Judy Blume. Wahrscheinlich heißt sie Plum. Aber ja, geil. Das nur mal als kleines. Ist immer ein gutes Zeichen, wenn Regierungen Bücher verbieten, finde ich. Das kann nur aufwärts gehen. Ja. So, Heinrich, du hattest noch den Ballon angesprochen. Das ist nämlich am Sonntag passiert, aber Sonntag zählt ja für uns noch in die Woche rein, weil wir am Samstag aufnehmen. Hast du es mitbekommen? Mit dem natürlich, Ballon? Natürlich. Über die USA ist, also über Washington, wurde ein Ballon gesichtet schon. Oh, der wurde auch beobachtet. Ich bin Tino, ich sag Ballon. Ein Ballon. Ja, ich auch Senior Allmanns. Der wurde schon mehrere Tage bis Wochen beobachtet und die wussten, dass da irgendwas irgendwie komisch ist. Hm. Und die fliegen eigentlich viel höher, ne? Weißt du, wie die den entdeckt haben? Da sind Leute rausgegangen auf den Balkon und haben an den Himmel geguckt. Ich sag nichts dazu. Jedenfalls ist der Ballon gesichtet worden und ja, sorry, ich hatte halt jahrelang Sprachtraining am Theater und dann wird ja so. Das echt, ist okay. Die haben mich ausgelacht, wenn ich halt Ballon gesagt habe oder wenn ich Spinne habe. Aber beim Theater, wo sie das Bühnenbild zusammenbauen aus Scheiße und Karton. Ja, ist okay. Ja, und jedenfalls ist es so, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass irgendwelche Ballons darüber fliegen. So. Jetzt habe ich dich gebrochen. Bitteschön. Spreche ich halt wie so ein Unterweltler. Und ich bin völlig raus thematisch. Ja, die Chinesen haben gesagt, hä, ist doch nichts, lass doch mal. So. Ein Wetterballon und. Ja, ist doch nichts Besonderes. Ohne angekündigt, schick mal halt hier so ein komisches Ding zu euch rüber. Ist doch nichts, lass doch einfach schweben. Ja, Spionage ist halt gang und gäbe und mit Ballons und so weiter, auch ist sie über den Himmel fliegen und so. Aber der war halt sehr niedrig und hat wohl seine Route verloren, ist deswegen auch entdeckt worden. Und wurde von den Amerikanern abgeschossen und aber da die Ausrede im Raum steht, es ist nur zur Wetteraufzeichnung gedacht und wenn er jetzt rauskommt, der ist gar nicht gemacht zum Wetteraufzeichnen, dann können es Schwierigkeiten geben, ja, wenn die Chinesen gelogen haben. Also selbst wenn der nur Wetter aufzeichnet, geht es halt darum, dass das einfach niemandem gesagt wurde. Das ist unser Wetter. Muss ja, kann sich einfach irgendein fliegendes Objekt bei einem anderen rüberschicken und sagen, jo, hier, gucke mal. Also Forschung wäre es okay, wenn er abgedriftet ist, wie es behauptet wird, ist es ja auch irgendwie in Ordnung. Also ich finde es komisch, dass wir darüber in Kenntnis gesetzt worden sind, weil solche Sachen sind eben ständig, dass irgendwelche Spionageabwehrsysteme gemacht werden. Warum das ist in den Medien, ja, war wahrscheinlich interessant. Ich denke mal, weil es einfach viele Passanten gesehen haben und sich gewundert haben oder so. Mhm. Weil es sieht ja jetzt nicht aus wie ein Heißluftballon, sondern halt schon ein Ballon, wo so eine ISS unten dran hängt quasi.
Das ist schon. Und so eine Zeitung mit Kuckloch und so und Ferngläsern. Ja, genau. Ja, wurde abgeschossen, dann war es vorbei. Ne? Jetzt sind wir gespannt. Und dann hat Biden auch seinen China-Besuch abgesagt, der wohl danach sein sollte. Also es gab wohl jetzt echt Struggle. Auch wenn die Amerikaner gesagt haben, es ist jetzt für uns kein Schluss machen, so, das ist jetzt kein Ghosten, sondern wir wollen nur erstmal überprüfen, wie wir das finden und wollen die Gespräche aber mit China aufrechterhalten. Wenn Greta das nächste Mal den Ozean überquert, sollte sie es mal im Heißluftballon machen. Lieber nicht. Ja. Oder mit hier, wie heißt das? Dieses große, was in Flammen aufging, kommt gerade nicht drauf. Die Hindenburg. Genau, die Hindenburg. Achso, du meinst es speziell, ja. Ja. Wie heißt das, wenn jemand diktatorisch ist? Ach fuck, jetzt habe ich es verkackt. Zeppelin. Ich wollte jetzt wieder ein schlechtes Hitler bei. Egal. Wir lassen das an dieser Stelle. So, Heinrich hat mich instruiert, dass Funk jetzt irgendwie auf Twitch ist. Ja. Funk hat vor kurzem einen publiziert in einer Story, dass sie auf Twitch jetzt agieren. Mhm. Und haben das dann wieder runtergenommen, weil das anscheinend noch nicht so geklärt ist. Mhm. Beziehungsweise es da ziemlich viel Gegenwind. War das ein Upsi? Ja, genau. Weil Funkformate nicht funktionieren auf Switch, haben wir ja gesehen. Ich wollte gerade sagen, wir mit Extreme Talk sind gelaufen, damit Twitch jetzt rennen kann. Aber scheinbar rennen sie nicht oder sie rennen wie Peter, ich weiß nicht genau. Ja. Nein, aber... Mobbing! Was ich sagen wollte, ist, wie soll das auch auf Twitch funktionieren? Also Funk ist halt sehr, sehr vorsichtig, sage ich mal. Und der Chat muss halt so hart moderiert sein. Ich weiß nicht, wie das mit dem Live-Chat funktioniert soll. Ich dachte, die Meldung war eher, dass sie ihr Logo geändert haben, Funk. Mhm. Das ist jetzt so wie so ein Twitch-Logo aussieht. Genau, genau. Ja. Und da haben sie jetzt gleich, weil sie zu hören bekamen, dass ihr Logo aussieht wie Twitch, haben sie gleich einen Twitch-Account aufgemacht. Ja. Ja, nee, war Absicht. Das war jetzt, weil wir Twitch haben jetzt. Ja, hast du mich jetzt reingetrollt oder was? Haben die gar keinen Twitch-Kanal? Nee. Echt nicht. Oh, Heinrich, Alter. Mic drop. Hey, wirklich? Die haben keinen Twitch-Kanal. Das ist so hässlich, der Mann. Die sind einfach nur lila. Du bist so hässlich, Alter. Du bist so hässlich. Okay, hier habt ihr es zuerst gehört. Dann wird halt weiterhin Funk mit Extreme Talk exklusiv bleiben auf Twitch. Ist doch geil. Funk, neues Logo. Mal gucken, ob wir es spontan finden bei Gogge. Dein Gogge ist ganz schön schlecht hier gerade. Das hier? Ja, einfach genau, nur das? Achso, hier unten. Beziehungsweise kannst du einfach auf Instagram kannst du schauen. Ja, das ist ja schon sehr twitchig, ne? Ja. Ja, die Farbgebung auf jeden Fall. Nicht mehr so Pastell, es ist mehr so... Naja gut, kommen wir zu einem anderen Anbieter von fragwürdigen Inhalten, Netflix. Die haben in Kanada nämlich... Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Absicht ist oder ob das ist tatsächlich... jetzt diese Woche angelaufen, dass Netflix Leuten in Kanada geschickt hat, dass sie bis zum 21. Februar oder wann angeben müssen, wo ihr Hauptwohnsitz ist, weil alle Leute, die nicht an diesem Hauptwohnsitz mal angemeldet sind oder regelmäßig angemeldet sind, werden halt automatisch rausgeworfen, weil die nicht zum Haushalt gehören. Und Netflix-Agenda war es eigentlich grundsätzlich nicht außerhalb des Haushaltes Netflix anzubieten über einen bestimmten Account. Ja, Netflix hat halt vor 5 Jahren oder so noch getweetet, sharing is, fuck, love is sharing a password. So, so und jetzt heißt es halt, ja, hier... Man und kann es ist halt auch Meinung dumm. Auch mal ändern, oder? Ja, aber es ist auch dumm, wenn du halt deinen Account bei dir zu Hause eingeloggt hast und dann bist du halt auf Reisen und kannst halt nicht in deinen Account rein. Oder hast zwei Wohnsitze, bist im Urlaub oder bist bei Freunden zu Hause. Wie wollen die das denn kontrollieren? Ich finde das so bescheuert. Rein theoretisch. Die wollen sich abschaffen. Könnte man, oder auch praktisch, könnte man sich ein VPN nach Hause aufbauen und dann darüber. Netflix schon. Klar, das machen dann die IT-Cracks, die 0,1% oder so, aber die ganzen Muttis und so, die das halt nutzen, die checken das alle nicht. Und die hoffentlich kündigen dann halt auch einfach. Ich muss sehen, dass das nicht geht. Ich brauche auch kein Netflix. Ich schaue immer seltener darin, weil ich die Produktion
nicht mehr so spannend finde, auch das Angebot immer kleiner wird und die auch die Preise erhöhen wollen und so. Jetzt auch mit diesem mit der Blockade des Account-Sharing sehe ich echt kaum noch Gründe, das zu behalten irgendwie. Mir reicht mein WWE Network. Ich brauche nur noch Wrestling gucken. Also für mich fing das eigentlich schon damit an, dass jeder 0815 Producer, halt so wie Paramount oder CBN oder CBS und so weiter, die haben ja alle ihre eigenen Plattformen gebaut, so dass das im Endeffekt wie wieder so gespreadet ist. Ja. Dass nicht nur Amazon mit einem geringen Angebot, aber mit einem Angebot und Netflix existiert haben, wo dann die Publisher ihre Werke halt auch anbieten konnten drüber. Mhm. Das existiert jetzt nicht mehr und das wird halt Leute immer wieder zurück zur Piraterie führen. Ne? Ja. Halt dann laufen halt wieder mehr Leute mit Augenklappe rum. Ja. Mit Augenklappe rum. Ja, und Holzbein. Ja, dann dann sollen sich halt diese ganzen Publisher nicht fragen, warum plötzlich kein Geld mehr wieder reinkommt. Aber dann jetzt am besten in Schiff-Aktien investieren. Ja, genau. Schiff-Aktien sind immer sehr... Und Kanonenkugeln und so. Ja. Papageien. Die werden jetzt durchstarten. Aber Netflix, alles verkauft. Piratenpartei bei 20% nächstes Jahr. Ja, ich sehe es schon. Ja, ich find's auch schwierig mit Disney Plus, Paramount und so weiter. Das ist alles so viel. Und man kann ja auch nicht jetzt im Monat irgendwie nur für Streaming-Anbieter irgendwie 100 Euro ausgeben. Ja. Das ist ja auch Quatsch. Oder irgendwann gibt's vielleicht sogar, das wäre krass, wenn du Wohnungen mietest, ist im Mietvertrag schon irgendwas drin, Netflix oder so, ja, oder Amazon Prime. Das kann die Zukunft werden. Das könnte eine Zukunft werden, aber das wäre dann sehr explizit, wenn jetzt ein Vermieter anbieten würde, halt nur Netflix ist schon automatisch im Vertrag drin. Man müsste sich halt alle Anbieter noch dazu holen. Halt so gesehen müsste man dann für Amazon immer noch halt zusätzlich zahlen, dieses Amazon Prime. Mhm. Und oder für Paramount, das wäre dann wie Sky. Mhm. Oder wie Premiere damals wäre das halt mit allen Anbietern, außer zum Beispiel Netflix. Netflix dann halt wie das erste oder ZDF direkt... Mit Zwangsgebühren und ja, so. Ja, genau. So zwangsmäßig über die Mieteinnahmen halt finanziert. Ne? Ach so, ja. Ja. Gut, aber da wir das alles nicht mehr brauchen, diesen ganzen Netflix-Scheiß und Content, für den wir bezahlen, weil die Zukunft ja AI-generated ist. Stimmt. Und random generiert, wie zum Beispiel Watch Me Forever, was ich letzte Woche angesprochen habe. Und was ich eben gerade herausgefunden habe, warum der Kanal weg ist, die KI hat angefangen, Witze zu machen über Transgender-Leute und über Liberale, also alles, ne? So ist rogue gegangen und deswegen ist der Kanal jetzt gebannt. Das ist hervorragend. Das ist witzig. Ja, also ich habe jetzt die Clips leider noch nicht gesehen. Also Witze über Transgender, Mental Illness, them ruining society and liberals being secretly gay. Also das ist ja ein bisschen was verdreht, ne? Naja, aber pass mal auf, also wenn das nicht von dem Erfinder von dieser KI gemacht wurde, sondern die KI da selber drauf gekommen ist, dann ist das fucking hilarious, Alter. Ja, klar. Also, das ist einfach großartig. Ich meine, ich habe dir das ja gestern gezeigt, ne? Vorgestern, ja. Habe ich dir gezeigt und es ist halt wirklich einfach, das schaut sich die Folgen von Seinfeld an und fängt halt an, neue Gags zu schreiben und das so zu generieren, so. Mhm. Und also wenn das natürlich von irgendjemandem da reingeschrieben wurde, dann ist es kacke, dann ist es halt wack. Aber wenn die KI wirklich von sich aus das so weitergesponnen hat, weil das halt gerade da irgendwie auch Zeitgeist ist und wir sprechen halt viel drüber in der Gesellschaft, thematisch ist das halt gerade groß. Das wäre einfach großartig. Aber das dann irgendwie zu bannen, ich weiß nicht. Zu diesem Thema gab es vor ein paar Jahren mal eine Aktion von Microsoft. Die haben ihre eigene KI auf die Welt losgelassen. Mhm. Ja, und innerhalb von ein paar Stunden war diese KI halt komplett rassistisch. Ja, das ist schon, ist halt witzig, aber auch vielleicht ein bisschen gefährlich. Künstliche Dummheit, kann man sagen. Ja. Spannend. Ja, deswegen ist der Kanal jetzt leider weg.
Also ich fand's cool. Ich hab's ja, glaube ich, auch kurz gezeigt. Ja, ich hätte doch ganz gerne nochmal eingeschaut, aber so ist es jetzt. Ich kann mal kurz gucken, ob ich einen Clip finde. Vielleicht hast du in der Zeit noch ein anderes Thema. Wir sind ja auch gleich durch. Da können wir vielleicht mal reinhören. Nee, ich habe kein richtiges Thema mehr. Ja. Also es gab jetzt diese Veranstaltung, wo die Politiker und Politikerinnen lustige Reden gehalten haben zum Fasching. Und da wurde jetzt Friedrich Merz ein bisschen geroastet von der FDP-Frau, ich weiß gar nicht, wie ihr Name ist, wo jetzt ganz viele konservative Medien geschrieben haben, das geht zu weit und was darf Satire und was nicht und so weiter, obwohl es echt harmlos war, weil die haben halt kritisiert, dass er halt irgendwie Kinder als Paschas bezeichnet hatte und so weiter und Klimakleber als Terroristen bezeichnet hatte und so weiter und das geht den Leuten zu weit, dass man das kritisiert. Mhm. Das war jetzt nochmal so ein kleines Thema, dass die sich zanken, FDP und CDU. Das ist okay. Ich habe hier noch einen Kontext. Also die AI hatte drei verschiedene Modi. Einer ist Make Sense Mode, dann Some Sense und Nonsense. Und sie wurde gebannt, weil sie während sie im Some Sense Mode war. Mhm. Und jetzt spiele ich einfach mal den Clip ab und wir hören mal rein. Oder gibt es den Clip noch? Damit wir auch gesperrt werden. Ja. Der Clip ist nicht länger verfügbar. Warte, ich krieg bestimmt noch einen Mirror gefunden. Livestream Fails hier. Anyone have any suggestions? Das buffert erstmal. Was ist denn hier los? Anyone have any suggestions? I'm thinking about doing a bit about how being transgender is actually a mental illness. Or how all liberals are secretly gay and want to impose their will on everyone. Or something about how transgender people are ruining the fabric of society. But no one is laughing, so I'm going to stop. Thanks for coming out tonight. See you. Also ich denke, durch aber eine spannende Aussage. Ne? Der letzte Satz, ja. Keiner lacht hier, also hör auf damit. Ja. Das zeigt ja, dass es nicht lustig ist, was er gerade gesagt hat. Ja. Ne? Also finde ich schon spannend. Also und das macht es halt auch, bis dahin dachte ich, okay, das ist jetzt wirklich einfach nur random aufgezählt, aber durch das Ende gibt dem schon so eine gewisse Punchline einfach. Ja. Also, weiß ich nicht, muss man vielleicht... Die Twitch-eigene KI hat den Witz nicht zu Ende gehört. Hm. Ja. Da hatte ich gesagt, failing. The switch to curry was what resulted in our private text being generated. Ach so, also diese drei Modi sind halt irgendwie verschiedene KIs und dann ist das rüber geswitcht in die andere und in dem Moment ist das wohl irgendwie passiert oder was auch immer. Also es wirkt jetzt nicht, als hätte ein Erschaffer das wirklich forciert. Wahrscheinlich nicht. Und dadurch finde ich es total unschuldig und witzig. Und ja. Klar hat Twitch seine Richtlinien, aber das da zu bannen, finde ich ein bisschen... Das bleiben ja schwierige Aussagen. Also letztendlich hat der letzte Satz doch mal irgendwie aufgeweicht, so. Fand ja, ich er hat okay. Ja vor allem gesagt, die KI sagt ja sogar, ich könnte jetzt sagen, das, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und nicht, es ist so, genau, weißt du? Ja. Und das finde ich, das muss man schon ein bisschen kontextualisieren. Voll, sehe ich genauso. Auch wenn es ganz viele Schwierigkeiten gibt mit Netflix und Amazon Prime und so, der Brennpunkt bleibt kostenlos. Ja. Ich würde übrigens sagen, wir haben diese Woche gar keine Frage, was wir der Woche geben. Wir geben eine 7,7 auf der Richterskala. Okay. Und dann ist die Sache gegessen. Zu dann haben wir auch unseren Teil jetzt beigetragen. Was wäre jetzt bei diesem Twitch-Kanal gewesen, wenn der Sprecher am Ende ausgeatmet hätte? Ohne Frau gewesen wäre. Direkt ganz Twitch löschen. Eine atmende Trümmerfrau geht gar nicht. Angenehm wäre das. Die Ruth war bestimmt auch eine Trümmerfrau mit ihren 80 Jahren. Nicht ganz. Ja, ist 43 geboren. Trümmerkind. Trümmerfötus. Wir haben noch unsere Playlist, die Brennholz-Untermusik-Playlist. Und da wir so viele Gäste haben, freuen wir uns über 1, 2, 3, 4, 5 neue Songs in der Playlist. Bist Habt ihr du was? Auf Spotify? Nein. Das ist schlecht. Echt? Ich dachte, du warst... Dann gib ich, ach so, du meinst, ob ich da Kunde bin oder ob Na, ich ob deine Songs Lieder da sind, ja. Ja, ich habe da ein Album, aber nur... Ja, dann gib mal Tronimel ein. Ich wünsche mir jetzt einen Tronimel-Song da rein. Ist der zweite, glaube ich, schon. Der andere, glaube ich, schon mal einen Tronimel-Song drin gehabt, so, oder? Das ist okay. Das ist ja nicht schlimm, ich sag nur, ich glaube... KünstlerInnen träumen. So, was haben wir da hier? Enter. Nee, das ist der Remix. Wir wollen natürlich nicht. Das sind alles Remixe. Na, dann nehmen wir wahrscheinlich. Nee, das sind nicht alles. Ach so, okay. Wir hätten am meisten gehört, glaube ich. Na, dann nehmen wir den normalen Leaving Earth, würde ich sagen, oder? Leaving Earth von Tronimel in der Playlist. Was wünscht sich denn Tronimel selbst in der Brennholz unter Musik? Was ist dein Song der Woche? Mein Song der Woche. Hast du irgendein Lied, das was dich gerade beschäftigt? Gibt es Granulat oder Kommando zurück auf Spotify? Granulat wäre sehr schön. Granulat gibt es, ja. Granulat gibt es. Seht mal kurz. Dein Handy ist sehr schnell, Tino. Ah ja.
Ja, also entweder Roboterauto oder Punkergrün. Nehmen wir mal Punkergrün. Ja, nice, klingt lustig. Da höre ich mal rein. Ist auch Chiptune oder was ist das? Nee, aber ich bin ja sehr verbunden mit Kommando Zurück. Okay. Und die haben ein Split-Album gemacht mit Kommando Zurück. Und ich habe ja zufällig gestern einen neuen Song gespielt, der halt im Original von Granulat ist. I see. Ah, das passt. Hat Heinrich einen Song der Woche. Mhm. Deswegen ist es auch sogar ein Song der Woche und nicht mal ein Song von irgendwann. Ja, es ist ein Song der besten Feier der Woche. Schön, dass ihr ja alle da wart. Die Leute, die jetzt zuhören und da waren. Schade, dass ihr nicht da wart, die anderen. Alone After All von Nilix. Alone After All. Mhm. Geil. Wie ihr alle wisst, war es aber nicht Punkergrün natürlich, weil ihr wart ja gestern alle da. Ja, es war nicht Punkergrün, aber Punkergrün klingt nach einem geilen Titel. So, Peter einen Song für die Playlist. Einen Namen fest. Kann ich auch einen Podcast? Nee. Nee, das glaube ich nicht. Nee, das ist kacke. Tino nimmt sowieso einen Song von Weimar, das weiß ich jetzt schon. Na, auf keinen Fall. Kilian von Dantabot. Ja, stimmt. Ah, stimmt. Da hätten wir tatsächlich auch mal drüber berichten können. Der war, glaube ich, letzte Woche schon, aber der hat Wellen geschlagen. Ich glaube, der ist irgendwie von Sido produziert oder hat er die armen Wellen. Sido hat getextet. Getextet? Der Text ist von Sido. Ah, okay, ich sehe. Krass. Der Text ist von Sido, produziert wahrscheinlich vom Produzenten von Sido. Ja. Und das Tanzverbot hat auch irgendwie ewig keine Videos gemacht, wusste ich gar nicht. Und ist halt jetzt quasi mit diesem Song aus dem Nichts gekommen. Hast du einen Song, Robin, für die Playlist? Ja, ich habe Tony mir reingeballert. Ach, stimmt. Da fehle ich ja noch. Damit er sich selber da reinhauen muss. Weimar? Die Band Weimar? Nee. Weimar mit Nazi-Gold. Oh Gott. Ich glaube, ich bin tatsächlich von Fucking Ola Racing Team unscharf. Den habe ich gerade die Woche sehr oft gehört. Mhm. Zu anderen Playlists hinzufügen. Also ich bin übrigens nach wie vor dafür, dass er bei Unscharf über seine Gitarre singt. Nee, ich dachte, das singt über eine Frau natürlich. Ja, aber das ist aber langweilig. Über eine Frau, und das ist zu nah. Und es ist zu naheliegend. Es gibt einen Song von ihm, der heißt Atmen, wie du atmest. Den hast du bestimmt, ne? Ich hasse den so hart, Alter. Ich hasse es, wenn Frauen atmen. Also haben wir jetzt Tonne, Granulat, Nilix, Tanzverbot und Fucking Ola Racing Team in der Playlist. Und das war's mit der Woche. Du bist unscharf an den Rändern. Eine Gitarre ist halt nicht scharf, weißt du? Was hat die Man Frau erkennt sie nur verschwommen. Ja, es ist halt... Ich mag die Vorstellung, dass er über seine Gitarre singt. Wäre süß. Oder ich habe letztens ein Video bei YouTube gesehen, wo er den Song Atmen hochgeladen hat mit Bildern von Bela B. und Fucking Ola, wie sie sich immer so umarmen und küssen und so. Das war auch sehr süß. Mhm. Als hätten die eine kleine Bromance. Ich wüsste wirklich, wirklich gern, was du gerade denkst, wenn der so das an seine Gitarre so, weißt du, die Gitarre, die ihn so übelst lange begleitet, die er irgendwie schon verkauft hat, aber ist egal. Die Vorstellung finde ich eigentlich richtig schön. Ja, schon. So. Ob es wohl nach der Zeit ein bisschen an mir hängt, die Gitarre, ne? Hängt ja auch an dir. Ja, und auch so, ob es so ein gegenseitiges Ding ist, weißt du. Ich finde das schön. Das ist ein schönes Bild. Hört euch unscharf an, also geht in die Playlist, ist ja verlinkt in der Beschreibung. Eben. Gut. Eine Frage. Ja. Für die Zuhörer, vielleicht wissen die das ja nicht. Wie heißt die Playlist? Brennholz unter Musik. Ja, die ist aber auch in der Beschreibung auf YouTube verlinkt. Ich weiß es. Ja. Hast du recht. Für die Zuhörer also. Weißt du auch, was jetzt gerade für geile Musik läuft? Die Outro-Musik. Genau. Da. Die ist geil. Das ist die beste. Die sind laut. Und, mach mal leiser. Mach aus jetzt. Tschüss. Ganz aufregend, das war's.